Rauchige Benriachs zum kleinen Preis. Welchen nehme ich da? 10er oder 12er? Ich find's für euch raus. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Hinten auf der Küchenzeile seht ihr den normalen 12er ohne Rauch. Den hatte ich eben schon mit unserem 12er Smoky. Sage ich nur vorab, damit ihr Bescheid wisst. Ihn kenne ich also schon. Aber die Frage aus meinem Intro ist ernst gemeint. Welchen rauchigen nehme ich denn nun jetzt? Da kommt es doch jetzt nicht auf die 2 Jahre an, ne? Also, ihr kennt das selber, ob ich jetzt einen Islay Malt mit 10 oder 12 Jahren habe, rauchig, ne? Brummer 12 Jahre. Es gibt auch welche aus dem Reisebedarf, da gab es früher mit 10 Jahren und andere 12-Jährige noch. Das war doch egal, da musste man irgendwie sein Ding finden und die 2 Jahre waren Nebensache. Und so sehe ich das hier auch. Die anderen beiden waren schon 3 Cask Matured und er ist es auch. Aber alle 3 haben eine unterschiedliche Fasszusammensetzung. Oh Mann. Zwischen 10er und 12er kann ich es ja noch verstehen, aber dass sie die beiden 12er noch unterschiedlich machen. Meine Theorie, Billy Walker hat so viele unterschiedliche Fässer angeschleppt, dass die gute Rachel jetzt dazu sehen muss, was sie mit dem ganzen Kram macht. Nur eine Theorie. So, ich hole den 10er mal raus. Er hat Virgin Oak, Rum und Bourbon. Rum, zwiegespalten, mehr schlechte Erfahrungen als gute gemacht. Und Virgin Oak auch kritisch. Das kann schnell aus dem Ruder laufen. Hier weiß ich es auch nicht. Also ich habe jetzt hier im Text nichts gefunden. Ich finde, man sollte Virgin Oak als Finish einsetzen. Oder ein Teil, dass man einen Teil dann finisht. 10 Jahre im Virgin Oak Fass. Also da darf man dann, glaube ich, hier vom Mischungsverhältnis muss man irgendwie 20 andere Fässer nehmen und ein Virgin Oak Fass, was 10 Jahre reifte. Weiß ich nicht, was bei rauskommt. Ich durfte sowas noch nie zusammenschütten. Aber einzeln, sage ich euch ehrlich, weiß ich gar nicht, ob ich das probieren will. Ja, das dazu. Die Flasche ist neu im Design, aber der Inhalt, ich stelle nochmal den 12er weg. Aber der Inhalt ist alt. Wer bei der Fasszusammensetzung schon stutzig wurde und sagte, Mensch Peter, das ist doch nichts Neues. Genau, ist es auch nicht. Der alte 10er, auch schon mit 46 Volumenprozenten bekam man ihn, Curiositas. Die hatten ja immer so komische Namen. Also ich bin jetzt nicht böse, dass diese Namen weg sind, muss ich ehrlich sagen. Aber er hatte auch diese 3 verschiedenen Fassarten. In meinen Augen wurde er einfach jetzt übernommen und hat eine neue Verpackung bekommen. Sonst gibt es ja sonst auch andere rauchige Abfüllungen oder gab es vorher. Ein Quarter Cask gab es in rauchig, einen 21-jährigen und in der langen Geschichte vorher von tausenden Benriach-Abfüllungen, war ja Wahnsinn, was da rauskam die letzten 10 Jahre, noch zig andere. Gut, ich blende euch mal die Farbe ein. Er ist wesentlich heller. Aber wenn ich euch jetzt hier die Fasszusammensetzung sage, kann man es auch irgendwo nachvollziehen. Hier habe ich beim rauchigen Masala, ne? Masala, sizilianischer Dessertwein, Sherry und Bourbon. Ja. Wie sie auf diese, wie gesagt, da hinten beim normalen 12er ist es nochmal anders, da gibt es kein Masala, sondern Port. Also ich weiß nicht, was sie da fabrizieren. Die Dosen und Verpackungen finde ich so ein bisschen karg, vermitteln irgendwie keine Wärme, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch andere Leute, die sagen, Mensch, genau das ist es. So vom Design her hier sieht das ja so ein bisschen aus, wie eben früher so Zeitungen und so oder Plakate gestaltet waren. Ich bin jetzt zwar gerade in Amerika, im Wilden Westen, also so ähnlich, wenn ich da jetzt noch ein Foto von einem flüchtigen Revolverhelden drauf drucke, ja, wird das auch passen. Okay, 10 Jahre. Ich überlege gerade, wie hießen denn von Lucky Luke die, naja, seine Gegenspieler, diese Brüder, die alle immer eine Nummer kleiner waren. Na, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen.
Ich hatte es eben schon. Der Rauch ist identisch, will ich auf jeden Fall behaupten. Ich greife eben jetzt vorab nochmal rüber. Ob er stärker ist beim Zehner. Ja, ein klein bisschen. Also der Rauch ist so leicht holzmäßig, lagerfeuermäßig, würde ich ihn beschreiben. Kalt ist so ein Grundempfinden. Und leicht medizinisch. Ich denke als erstes an Virgin Oak. Ich hatte letztens den Tobermory 12. Der soll auch zum Teil wenigstens einen Virgin Oak Finish bekommen haben. Und der hatte so eine ähnliche frische Eichennote. Nennen wir sie einfach mal so. Tragen von der Süße, Karamell. Da ist er eher klassisch, wie man das von einem, Islay Malt kennt. Jetzt von der Rauchstärke natürlich jetzt mal abgesehen und von dem Grundcharakter. Ich habe hier keine maritime Note, nichts Wildes, aber er ist sehr puristisch, natürlich, einfach aufgebaut. Ich kenne ja schon den 12er, ich will noch nichts verraten. Spricht mich gerade erstmal an, ja. 46 Volumenprozente können ein bisschen mehr Kraft bringen. Also das könnte noch ein bisschen besser sein. Ich habe wenigstens aus den Rumfässern nicht irgendwie so eine negative Melassenote. Die stört mich manchmal bei Rumsachen. Das mit dieser Holznote passt ganz gut, falls es aus diesen Virgin Oak Fässern ist, wie ich es vermutet habe. Das finde ich tut's. Ja, ich nehme jetzt einfach mal. Oh, der bringt so ein bisschen Kraft mit und Wumms. Hatte ich eben beim 12er ein bisschen vermisst. Recht süß untermalt, so eine kleine Malzigkeit. Ja, nichts Wildes, aber einfach aufgebaut. Ein bisschen mit dieser Süße hängt dazu, passt aber ganz gut eigentlich zum Rauch. Das harmoniert ganz schön. Nach hinten raus kommt dann wirklich eine pfeffrige, schärfere Note, vielleicht auch ein bisschen Ingwer. Haben die nicht hier so einen Quatsch draufstehen? Ich habe es beim anderen gar nicht gemacht. Apfelholz. Soll das jetzt von Virgin Oak sein oder vom Brennereicharakter? Also Frucht tue ich mich gerade noch schwer. Honey Maple. Honig-Ahorn. Ne? Ja, also ist sehr süß. Okay. Das kann ich euch jetzt nicht direkt so richtig übersetzen, da lasse ich es sein. Aber das war jetzt die Nase, Entschuldigung, ne? Ne, das war wirklich Geschmack. Das andere da drüber. Ja. Smoke Level Rich. Was hat denn der andere beim Smoke Level? Auch Rich, okay. Irgendwas muss man ja draufschreiben. Kommt mir da so ein bisschen mit unten mit diesen Wörtern vor. Es gibt doch so Internet-Shops und so, wo unten so diese Schlagwörter größer und kleiner stehen. So kommt mir das ein bisschen vor. Oder auch ein bisschen wie so eine Art Quartett. Sollte man vielleicht mal machen. Schottisches Single Malt Quartett. Wen hast du? Artback 40 Jahre. Trumpf. Oder Stich mir. Was, so ähnlich hat man das gesagt. Ne? Er gefällt mir ganz gut. Also ich muss sagen, den alten Zehner kannte ich nicht. Habe ich, ja, wie das so ist, ne, bei hunderten von Abfüllungen, bei der Qual der Wahl, habe ich mir nie rausgepickt. Aber er gefällt mir ganz gut. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin, habe ich so eine Apfelassoziation. Komme ich näher dran, verschwindet diese Fruchtnote vom Apfel und es wird auch süßer. Und dann kommt diese malzige Note, von der da nichts draufsteht.
hinten raus, ein bisschen Kick, ein bisschen Wumms, das, was man von so einem Zehner auch erwartet. Nicht zu wild, die Süße dämpft das Ganze wieder ein, der Rauch ist hinten noch präsent. Nun habe ich eben meinen Gedanken überhaupt zu Ende gesponnen. Also da kann ich verstehen, dass man den Zehner übernommen hat, auch wenn der jetzt bestimmt keine bei den Leuten nicht irgendwie ja wahnsinnig gehypt wird. Aber der ist grundsolide. So, ohne zu spülen nehme ich jetzt den Zehner. Ne, ich spüle mal eben diese Eichennote. Diese frische Eichennote ist da, wird dann auch stärker zum Ende. Also sie kommt fast wieder hoch. Grundsüße, ein bisschen Rauch und das Holz kommt wieder hoch. Die beiden anderen, oder der 12er ist ja, meine ich, neu. Ihr könnt mich da verbessern bei Ben Riach. Wer blickt bei Ben Riach durch bei den ganzen Abfüllungen? Da es dann in den Shops auch noch immer alte Abfüllungen gibt, die noch nicht abverkauft sind, tut mir das echt leid, also ich schaffe das nicht. Gibt es hiervon einen Vorgänger, 12 in rauchig? Mir ist er jetzt nicht bekannt, sage ich es mal so, aber das muss nichts heißen. Der Rauch ist schwächer. Der ist nicht nur jetzt durch das mehrfache Riechen abgestumpft. Nein, er ist hier definitiv stärker. Nicht viel. So prozentual. Irgendwie so zwischen 3-5%. Aber man merkt's. Ja, und hier bei ihm wird so ein bisschen diffus. Ich habe jetzt hier gar nicht mehr so diese Kraft. Der Zehner ist irgendwie so ein bisschen frecher, kräftiger. Er hat fast so ein bisschen das, was man bei einem Islay Malt schätzt, dass er eben so ein bisschen Wumms hat. Ne? Frech, jung, gib ihm. Und hier kommt jetzt doch nochmal eine andere Art von schwerer Süße rüber. Und das wird, ist in meinen Augen aus diesem Masala-Sherry-Gedönse. Das kleistert den so ein bisschen zu. Also ich habe gesagt, dass mir bei den beiden Zwölfern, ich werde dieses Video jetzt wohl später einstellen, wenn ich schon verrate, der Rauchige besser gefällt. Aber hier gefällt mir jetzt nochmal der Zehner besser. Das kann ich euch jetzt schon von der Nase sagen. Und da ich ihn eben probiert habe, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja, er ist eher was für Feingesonnene, sagen wir es mal so. Tja, ich weiß zwar nicht, wer das sein könnte. Der andere ist jetzt schon nicht wild, ne? Aber er hat so ein bisschen eben den Drang dazu. Ne? So ein gezügelter Islay Malt. Vom Rauch natürlich ganz anders, auch keine maritimen Noten. Aber hier ist eben auch so viel Fass-Einfluss drin, wie gesagt, von dem Sherry und dem Masala. Das wird eine klebrige, süße Angelegenheit. Ich sagte, ich hoffe, ich kriege es nicht vorgehalten, dass ich was durcheinander werfe, Sauternes. Es erinnert mich an Sauternes Einfluss. Ah, der Rauch jetzt wieder deutlich zu spüren. Ich mag den wohl, muss ich sagen. Das Holz ist ein Tacken dunkler. Ich meine, bei Rumfässern, wenn es echte Rumfässer sind, so doof gesagt, dann sind die ja schon x-mal durchgenudelt beim Zehner jetzt. Ne? Die Rumbrennereien, die benutzen ja auch einfach Ex-Bourbon und keine Ahnung, alles, was sie kriegen können. So kommt es mir vor, wenn ich manchmal so diese Fasszusammensetzungen finde, da wird ja ganz selten was angegeben. Aber das ist auch alles nur wieder befüllt. Und hier mit Sherry-Fässern, die für Ben Riach irgendwo sehr wahrscheinlich produziert wurden. Und diesen Masala. Masala wird so wenig nur noch abgefüllt, das muss auch irgendwie auftragsbezogen sein. Dafür gibt es dann doch in Schottland bei den wenigen Masala-Abfüllungen in meinen Augen zu viele. Er ist eben so der feinere, Dessertwein einflussreichere rauchige Ben Riach. Ne, wer darauf steht, muss den da nehmen. Mir liegt er nicht so. Vom Holz her ein bisschen stärker und dunkler. Das mag ich dann lieber, mag ich dann doch lieber als beim Zehner.
Ich tue mich hier aber wahnsinnig schwer mit einer Fruchtnote. Ich meine, ich spreche vorhin von vom Pfirsich, wie gesagt, dann Richtung Traube, so souternmäßig, was gar nicht zu den Fässern passt, die verwendet wurden. Und ich weiß da nicht, es ist eine süßliche Note drin, wo die genau herkommt. Es ist auch hier sehr verwirrend. Nicht ganz so verwirrend wie beim normalen Zwölfer da hinten, aber ja, auch der, also da bin ich mit dem Zehner besser aufgehoben. Spül jetzt nochmal, nimm den Zehner und da ärgere ich mich ja fast so ein bisschen, dass ich früher diesen Curiositas oder wie er hieß, nicht probiert habe. Er schneidet jetzt bei mir als bester von den dreien ab. Aber naja, er hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Was ich gut finde, eben nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, 46 Volumenprozente, also das passt, ne? Das ist dann schon irgendwo erstmal eine Klasse, wo man rankommen muss, ne? Aber man muss jetzt auch sagen, ich könnte jetzt zu Ben Romach gehen, die haben 43, ne? Müsste man dann diesen Abstrich in Kauf nehmen? Sollte man, könnte man vielleicht mal vergleichen. Zehner haben die ja auch, vielleicht mache ich das mal. Den Zehner mit dem Ben Romach Zehner. Ich glaube, der Ben Riach ist stärker vom Rauch, aber der Ben Romach liegt mir, glaube ich, sonst besser. Obwohl er hier, wie gesagt, kommt mir am ehrlichsten rüber, sage ich jetzt mal so, ist immer ein schönes Wort. Er ist einfacher aufgebaut, es kommt nicht so viel zusammen. Der Rauch steht schön da. Wie gesagt, dann kommt so eine frischere Holznote, süße. Wenn ich ein bisschen weiter weghalte, sagte ich ja eben schon das mit dem Apfel. Aber sonst tue ich mich da jetzt auch schwer bei der Frucht. Eben dieses Freche gefällt mir daran. Wenn man den jetzt einzeln trinkt und hatte vorhin Eilermalt, wird man es ja wahrscheinlich gar nicht merken, aber im Vergleich zum 12er Smoky, ja. Bisschen klebrig süß, diese Süße könnte ein bisschen weniger sein. Ob das so massenkompatibel sein soll, ich weiß es nicht. Bisschen weniger wäre da, fände ich ganz schön. Okay, generell drei Malls, mit denen ich generell leben kann, aber dafür ist die Auswahl in Schottland zu groß. Bei rauchigen Speysidern wird es natürlich eng, gebe ich zu. Und deshalb, wie gesagt, mein Ben-Romach-Vergleich könnte mal demnächst kommen. Aber wenn es dann ein rauchiger Ben Riach sein muss, dann eher den Zehner. Okay, in dem Sinne. Habe ich was zum Preisen gesagt? Das muss ich noch kurz machen. 40 Euro plus beim 12er. Und den Zehner, in vielen Shops auch 40 Euro. Aber ein paar habe ich gefunden, da hat er mittlerweile nur 35 gekostet. Ich hoffe, die Preise setzen sich noch so ein bisschen nach unten. Schauen wir mal. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.